Na, hallo, meine Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 8 Uhr. Halb neun machen wir hier los. Also, wir stehen ja seit gestern Abend hier. Wir müssen ja erst um 10 in Bielefeld laden, aber wir müssen noch vorher abladen. Also, so will ich mal so, dass wir um 9 Uhr dort sind. Dass wir noch abladen und dann laden tun wir ja wieder an einer anderen Stelle. Also ist wieder ein ziemliches Durcheinander. Reinfahren, abladen, rausfahren, anmelden, reinfahren, laden, rausfahren, fertig. Und wir müssen heute noch in Ingolstadt abladen. Also möchten wir uns ein bisschen sputen. So, meine Guten. So der Plan grob. Jetzt machen wir langsam hier los. Werfen wir uns mal in die Spur. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so läuft. Also, auf geht's. So, meine Guten. Dann wollen wir mal nach Bielefeld fahren. Ihr habt jetzt gerade gewartet, ne? Was, wann sagt er was, wann sagt er was, wann sagt er was? Jetzt sagt er was. Auf nach Bielefeld. So, wir sind kurz nach 9 dort. Das heißt, wenn der Stau mitspielt. Irgendwo hier vorne da muss ein Stau sein. Keine Ahnung, werden wir schon merken. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir abladen. Und dann laden und dann ab nach Ingolstadt. Also wir bringen Leergut aus Regensburg und laden für Ingolstadt. Das heißt, wir fahren an die eine Abladestelle, dann fahren wir noch mal die Runde, melden uns wieder an und laden, fahren an der Ladestelle. Es wäre eben schön gewesen, wenn ich an der Abladestelle hätte gleich laden können, ne? Aber naja, ist halt nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und die Arbeit schon gleich gar nicht. So, noch 800 Meter, dann sind wir aus dem Stau raus. Da haben wir jetzt gebraucht, ich würde mal sagen, 20 Minuten. Das ging ja an der Baustelle los hier auf der Autobahn. Und das staut sich hier wegen der Baustelle hier, ne? Und weil halt ein Haufen Leute hier raus wollen heute. Haufen Leute wollen raus hier heute. So, und die nächste Ausfahrt fahren wir ja gleich wieder raus. Und dann sind wir ja fast da. Und dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Im Moment läuft es ja noch alles ganz gut. Wir haben ja noch Luft.
Mal sehen, ob wir dann vielleicht sogar gleich hinterfahren können zum Laden, aber das glaube ich eher nicht. Da das ja zwei verschiedene Stellen sind, werden sie sagen, erstmal abladen und dann nochmal neu anmelden. Naja, kann ich auch damit leben. Müssen wir halt durch, was soll's. Alles kein Ding. Da hinten staut's auch noch. Staut ja bis runter in der Stadt hier. Läuft's doch. Es läuft doch. Viertelstunde, denke ich, 20 Minuten haben wir gebraucht durch den Stau. So, gefühlte 1000 Meilen sind wir jetzt in letzter Zeit hier lang gefahren, ne? Ja. Ja, das ist halt nicht zu ändern. Diese Sachen müssen halt auch abgedeckt werden. Und da muss dann halt jeder mal ran. Zurzeit bin ich mal dran. Irgendwann ist auch mal jemand anders dran. Denke ich mir mal. Ja, auch sein, dass in Bad Rodach momentan gar nichts zu fahren ist, aber ständig Bad Rodach ist ja auch langweilig. Also ist es ja mal ganz gut, dass wir mal hier zwischendrin was anderes fahren. Und wir hatten ja mal Abwechslung zwischendrin, zwischen Ingolstadt und Regensburg. Ne war. Hier stehen überall die Scooter rum.
Ellis Fischmobil. So, guck, da sind wir doch schon da. Davon ist es doch schon. Am Presswerk. Stehen sie schon wieder Schlange. Da bleiben wir doch gleich wieder hier stehen. Da ist alles voll da oben. Meine Güte. Alles voll da oben. Also meine Guten, ich gehe mich anmelden. Bis später. Boah, hier ist wieder was los, Alter. Und die fahren wie die Idioten hier drin rum, die LKW-Fahrer. Du stehst da, weil du einen durchlassen willst, da brettern die an dir vorbei. Die denken auch, du stehst aus lieber Langerweile dort. Meine Güte. Ja, nicht mal eine Sekunde warten und meinen anderen die Vorfahrt gewähren. Man könnte hier irgendwo mal irgendwas verpassen, ne? Nee. Natürlich ist es für alle scheiße, aber das ist nun mal nicht zu ändern. Wenn kein Platz ist, ist kein Platz. Dann muss man halt auch mal eine Sekunde warten und mal den anderen durchlassen, dass auf der anderen Seite dann mehr Platz wird. Aber das kennen viele hier nicht. Ich. So, meine Guten, wir sind wahrscheinlich so, na, ich würde mal sagen, um 7:30 rum in Ingolstadt. Da sind wir immer noch pünktlich, wir haben 20 Uhr Zeitfenster. So, jetzt fahren wir 4,5 Stunden. Und dann, ja, was ist dann? Hier staut sich's. Dann müssen wir was essen, nach 4,5 Stunden. Aber ich muss sagen, es ging relativ schnell jetzt hier. Dadurch ich nicht viel Leergut von der anderen Ladestelle drauf hatte, haben sie mir das gleich an der mit abgeladen, wo ich laden musste. War auch ein total freundlicher Staplerfahrer. Und ja, da haben sie das gleich da abgeladen, wo ich laden musste. Und dadurch brauchte ich nicht erst ewig im Werk rumkurven. Und das hatte eben den Vorteil, dass wir jetzt innerhalb von einer knappen Stunde fertig waren. Also ohne Anmeldung jetzt rechnen. Die Anmeldung hat über eine halbe Stunde gedauert, ne? Da standen sie ja wieder bis draußen. Ja, und dann stehst du da an dem Schalter und die drei Hanseln, die tun so, als ob sie nichts mit dir zu tun haben. Du kommst dir da vor wie der letzte Bittsteller, ne? Als ob du denen einen Gefallen tust, dass du da kommst. Oder die dir einen Gefallen tun, dass sie mit dir reden. Mann. Und bewegen tun die sich. Wahnsinnstempo. Naja, aber die Anmeldung ist zweitens. Und beim Staplerfahrer, das hat wunderbar geklappt. Wie gesagt, da waren wir in einer knappen Stunde fertig. Und alles gut.
Jetzt sind wir auf dem Weg nach Ingolstadt. Mal gucken, was uns auf der 7 erwartet. Ach, das scheint aber ganz gut auszusehen hier. Das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Da ist ein bisschen zu kämpfen, ne, mein Guter? Der Fleischlaster ist aber auch nicht der schnellste. Das haben sie gerade geholt. Das hat noch ein rotes Überführungskennzeichen. Naja, 6 Minuten hat mich der Stau gekostet. Wir werden es überleben, Freunde. Haben wir aber jetzt auch Glück gehabt, ne? Dass wir von der 44 runter sind. Die haben jetzt gerade gemeldet, Marsberg ist eine Vollsperrung wegen Unfall. PKW gegen LKW. Irgendeiner hat nicht gewonnen. Dann haben sie jetzt eine Vollsperrung, wahrscheinlich noch die nächste halbe Stunde. Da haben wir ja richtig Schwein gehabt, dass wir da schon durch sind, ne? Mein lieber Mann, ist immer gut, wenn sowas hinter uns passiert. Hier ist natürlich wieder Überholverbot. Aber ich kann eh nicht überholen. Die sind alle schneller als ich. Zumindest die vor mir. Außer da ganz vorne die. Die sind jetzt langsamer, aber das macht auch nichts. So, meine Guten, wir bewegen uns jetzt in der schönen Rhön, wo das Sprudel herkommt. Das Rhönsprudel. Das schöne Rhönsprudel. Ich habe es selber noch gar nicht gekostet, Rhönsprudel. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Sollte ich vielleicht mal kosten. Also ich muss schon sagen, es werden ganz schön viele Brücken gebaut.
die marode sind. Man sieht halt jetzt viele solche Brückenbaustellen. Und das ist ja wirklich eine Herausforderung. Ne? Du brauchst hier Riesenkräne. Wirklich richtige Riesenkräne, weil die ja teilweise ganz tief ins Tal gehen, die Brücken. Deswegen sind es ja Brücken, weil sie übers Tal gehen. So, hier irgendwo ist die Wasserkuppe. Wasserkuppe. Ach nee, das war ja was anderes. Das war ja Schneekoppe. Ach Leute, Leute, Leute. Also ich weiß ja nicht, was er sich dabei denkt. Aber da fährt jetzt schon ewig lang. So ein 7,5-Tonner. Mit weniger als 6 Meter Abstand hinter mir. Ja, ich sehe ja seinen Schatten. Wenn ich ein bisschen zur Seite fahre, sehe ich ja sein Auto auch. Also wenn ich hier auf der Eisen gehen muss, volles Katan, Katun, Carraro, Dingens, wisst ihr. Vollbremsung. Der klotzt sich hinten meine Achsenteile an. Weil der hat dann keine Chance. Überlegen auch nicht, ne? Ich meine, 6 Meter, das ist so ein weißer Strich. Ja. Da ist nicht viel Luft, wenn ich bremse. Wenn ich richtig bremse, also wenn ich auf der Eisen gehe, ne? Da bleibt von ihm nicht viel übrig. Jetzt fährt er hinter dem, den ich überhole, so dicht hinterher. Sag mal, der legt es wahrscheinlich drauf an. Irgendwie hat er sein Leben satt, wie es ausschaut. Jetzt an mir rechts vorbei und hat sich so dicht hinter den dahinter gestellt, wie er bei mir war. Unklar. Vielleicht spekuliert er ja drauf, dass einer für eine LKWs bremst. Ich weiß es nicht. Meine Besten. Haben wir es ja gleich geschafft hier. Ja, also, ich habe einen Entschluss gefasst, der da lautet, ich werde doch noch ein Stückchen hochfahren. Sonst verschenke ich heute zu viel Zeit, die mir möglicherweise am Freitag fehlen könnte. Ich habe das mal grob überschlagen, was alles noch so passieren könnte. Mit Transporten, und da bin ich zu dem Entschluss gekommen. Ich fahre heute noch ein Stückchen, mal gucken, wie weit ich komme. Und dann können wir morgen wieder ein Stückchen runterfahren. Donnerstag noch ein Stückchen hoch.
Wenn wir Glück haben, kommen wir Freitag heim. So der Plan. Mal sehen, ob mein Plan aufgeht. Ihr kennt ja den Spruch, ne? Wenn ihr Gott lachen hören wollt, erzählt ihm euren Plan. Das ist aber auch mal selten, dass die Ampel mal grün bleibt. Da hab ich ein Schwein gehabt. Da ist keine Sau auf der Seitenstraße, aber die Ampel muss eben auf rot schalten, ne? Kackding. Das macht die absichtlich, wenn die mich sieht. Denke ich mir mal. So, mal gucken. Mal gucken, wie es auf dem Parkplatz aussieht. Wir werden wahrscheinlich gar nicht so lange brauchen, denke ich mir. Ein Lang-LKW. Das steht halt auch jeder woanders, ne? Ist auch nicht vorgeschrieben, wo das zu sein hat. Komm, Lang-LKW, fahr zu. Gas. Wir haben Leistung. Ich habe hier eine Fliege drin, die nervt. So, dann gucken wir halt mal, wie das jetzt hier funktioniert, ne? Auf der Linksabbiegerspur vorbei und vorne rechts rüber. Jawohl, machst du fein, bist der Held. Und wenn's kracht, sind die bösen LKW-Fahrer schuld. Ist ja normal. So, gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Naja, schon ganz schön voll. Naja, wir werden schon einen Platz finden. Ich bleibe heute Nacht nicht hier, ich fahre noch ein Stück hoch. Steuerstelle hat noch zu, schau an. Die haben noch zu. Brauchen wir uns jetzt gar nicht hetzen. Hier stellen wir uns her. Sesam, öffne dich. Das geht nicht von alleine, Herr Mäusel. Das müssen die im Büro aufmachen.
sehr schön. So, jetzt gucken wir, wie weit wir noch kommen. Ach, das war warm in der Halle, sag ich euch. Tonnen haben wir drauf, 9,5, knapp 10 Tonnen. Na, kriegen wir das Grün noch? Nee. Macht auch nichts. Meine Guten, Feierabend, 9 Stunden 59, das ist Maßarbeit, sage ich euch. Der hat nämlich dann jetzt, nachdem ich die Zündung nochmal eingeschaltet habe, hat er nochmal umgesprungen auf 9 Stunden 59. Also, genau in 10 Stunden geschafft, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich ins Bett. Müde. So, ich würde sagen, morgen, ja, so 8:30 Uhr machen wir los. Fahren wir hinter tanken und dann düsen wir ab die Post nach Bielefeld. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch zurückkommen. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und kinderfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und bis morgen früh um 8. Nee, 8:30. Also zwischen 8 und 8:30. Also dann meine Lieben, tschüss.